Und solche empörten Bürger haben sich auch an Rechtsanwalt Florian Höllwart gewandt. Und er ist deshalb auch hier heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Höllwart, Sie haben eine Beschwerdeinitiative gestartet, weil sich einfach viele Menschen hier ungleich behandelt vorkommen und weil das eben auch gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt, wie hier mit Ungeimpften umgegangen wird. Erzählen Sie uns einmal, wie es zu dieser Initiative gekommen ist. Es ist so, dass der Kollege Magister Scheer und ich gemeinsam eine Plattform gegründet haben, dies aufzurufen unter www.covid-beschwerde.at. Sinn und Zweck dieser Plattform ist es, Einzelnen die Möglichkeit zu geben, den Gang zum Verfassungsgerichtshof aufgrund von einer Individualbeschwerde. Es ist für viele gar nicht möglich, aufgrund auch des entstehenden Kostenrisikos eine eigene Individualbeschwerde zu machen. Und hier bietet sich für viele die Möglichkeit, und wir nennen es Beschwerde der Massen, gemeinsam an den Verfassungsgerichtshof zu gehen, um gegen bestimmte Verordnungen vorzugehen. Wir haben schon 3 Beschwerden eingebracht, eine gegen die Nachtgastronomie, eine gegen die Verkürzung der Gültigkeit von PCR-Tests und die Maskenpflicht für Ungeimpfte. Es kommen noch weitere Beschwerden hinzu und ja, das bieten wir den Personen an. Also und jetzt besonders, was jetzt die 3G-Regel am Arbeitsplatz betrifft, da soll ja jetzt auch eine Verschärfung kommen. Das plant der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Das ist anscheinend schon so gut wie fix. Also bis 15. gibt es ja diese Übergangsfrist. Da kann man noch mit Maske weiter arbeiten, aber dann wird es schlagend. Das bedeutet, nur noch PCR-Tests werden anerkannt. Was sagen dann die Menschen auch zu diesem Vorschlag oder wie sehen Sie das auch? Das ist ja auch wirklich einmal ganz eine lustige Aktion, muss man ehrlicherweise sagen. Die Verordnung war noch nicht einmal in Kraft, da hat der Gesundheitsminister noch vor Inkrafttreten angekündigt, dass ein 2+ am Arbeitsplatz kommen wird. Also manchmal ist es ja vielleicht schon besser, die Sachen zu überlegen, bevor man damit mit einer Verordnung an die Öffentlichkeit geht. Fakt ist, dass die Personen sich ja schon jetzt kaum auskennen, die Arbeitnehmer, was gültig ist, was passiert, wenn sie keinen Arbeitsnachweis, keinen Nachweis haben eines Impfstatus oder eines PCR-Tests oder Antigentests. Und jetzt kommt, so wie es ausschaut, am 15. November der PCR-Test verpflichtend für alle. Und da fordert ja jetzt vor allem Wolfgang Katzian vom ÖGB, dass sowas kann nur kommen, wenn es eine ausreichende Testinfrastruktur gibt, gerade was die PCR-Tests betrifft. Das ist ja in Wien noch ganz gut, aber nicht überall. Naja, das frage ich mich auch. Da hat er völlig recht. In Wien ist es flächendeckend. Was macht in Niederösterreich im ländlichen Bereich ein Arbeitnehmer im Burgenland oder in Tirol in einem Bergdorf? Auch diese Eventualitäten muss man ja einberechnen. Da kann es nur zu einem Chaos kommen. Wie sich der Gesundheitsminister das auch vorstellt, dass in 14 Tagen ein flächendeckendes PCR-Programm zur Verfügung steht, lasse ich mich gerne überraschen. Die Neos sprechen von Verwirrung. Sehen Sie das auch so? Naja, es ist seit 22 Monaten eine Verwirrung. Man hätte sich jetzt vom neuen Gesundheitsminister ein bisschen ein besseres Management erwarten können, zumal ja die Corona-Verschärfung, die Krankenpersonen nicht unerwartet ist. Das wusste man ja schon im Frühjahr, das wusste man im Sommer. Und jetzt da aus der Hüfte irgendwelche Verordnungen rauszuschießen, die teilweise das Papier nicht wert sind, wie man sieht, weil denken Sie dran, es ist in einer neuen Verordnung in § 19 zum Beispiel der Ort der Religionsausübung ausgenommen vom Nachweis des Antigentests oder des 3G-Tests. Jetzt frage ich mich nur, wozu steht diese Verordnung, diese Bestimmung drinnen, wenn ja wohl die meisten, die Religionsausübung tätigen, wohl berufstätig sind. Ja? Also wozu sind die davon ausgenommen? Ja, das ist sicherlich ein Punkt und da möchte ich vielleicht auch noch mal nachfragen. Es war ja auch in der Vergangenheit schon so und das können Sie ja wahrscheinlich jetzt auch detailreicher auch beantworten, dass verschiedene Maßnahmen in dieser Corona-Krise sich als verfassungsrechtlich nicht koscher herausgestellt haben. Ja, es wurden ja schon einige
Verordnungen aufgehoben. Denken wir an die Verkaufsbeschränkungen hinsichtlich der Quadratmetergröße, 400 Quadratmeter, 200 Quadratmeter. Es gibt eine unzählige Zahl an Verordnungen, die als gesetzbindend verfassungswidrig aufgehoben worden sind. Offensichtlich besteht hier kein Lerneffekt bei dem einzelnen Regierungsmitglied. Ich verstehe auch nicht, woran es liegt, denn es müsste ein Interesse daran liegen, die Gesellschaft zu vereinen und nicht durch irgendwelche Verordnungen zu trennen. Hier darf ich schon noch auf die Wirtschaftsuniversität hinweisen. Da müsste man ja frei nach Greta Thunberg sagen, how dare you, dass man hier mit Stickers die Gesellschaft trennt. Ich frage mich auch, warum Studenten hier nicht einmal den Mut haben, aufzuzeigen und aufzustehen und sagen, dass diese gesellschaftlichen Stigmatisierungen einfach unmöglich sind. Aber gerade auf Universitäten, da ist ja die Impfquote sehr hoch, bei 80%, also auch was die Studenten betrifft, also da scheint man mit der Impfung nicht so ein großes Problem zu haben. Das mag sein, ja. Nichtsdestotrotz versteht man nicht, warum man Ungeimpfte hier stigmatisiert und in eigene Leinen zum Anstellen zu einer Übung oder in den Hörsaal verdonnert oder immer mit Sticks stigmatisiert. Das ist ja nicht nachvollziehbar mehr. Das sicherlich nicht. Aber vielleicht noch eine Frage zu diesen Individualbeschwerden, die Sie hier erstellen für Personen. Ist das dann immer für eine bestimmte Person, die sich jetzt mit einem bestimmten Anliegen hier eben an ein Verfassungsgericht wendet und Sie verfassen diese Beschwerde? Wie wird das finanziert? Weil das kostet ja auch Sie Geld. Und gibt es jetzt auch schon eine zu 3G und wie, auf was ist die aufgebaut? Das sieht so aus, wir machen zu jeder Verordnung, wo wir der Ansicht sind, sie ist gesetzwidrig, einen entsprechenden Antrag an den Verfassungsgerichtshof. Wir suchen uns da ein, zwei Personen, Beschwerdeführer aus dem Pool sozusagen der Interessierten, der Registrierten unserer Plattform auf www.covid-beschwerde.at und der Rest der Personen, das sind mittlerweile 5.000, 6.000, die fragen wir, ob sie Interesse haben, namentlich genannt zu werden, in einem Anhang sozusagen als Nachdruck, dass auch andere Personen davon betroffen sind und sich von der Verordnung ungerecht behandelt fühlen. Und deswegen bezeichnen wir das als Beschwerde der Massen, um der Politik das aufzuzeigen. Also da gibt es also schon auch einen vorgefertigten Text oder Gründe. Was sind jetzt noch einmal die Hauptgründe, auf der diese Beschwerde fußt? Naja, zum Beispiel bei der Verkürzung der Gültigkeitsdauer der PCR-Tests durch den Landeshauptmann verstößt dieser ja unserer Ansicht nach dem Legalitätsprinzip, zumal ja das Gesundheitsministerium die Gültigkeit von 72 Stunden angeordnet hat. Der Landeshauptmann verkürzt aus unserer Sicht eigenmächtig auch auf 48 Stunden. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir die Beschwerde eingereicht haben. Jetzt, das ist ja noch nicht alles. Der Hammer wird ja dann erst sein, wenn die Stufe 4 vom Corona-Plan vorgezogen wird. Da wird es am Freitag ein Treffen geben mit den Landeshauptleuten. Da überlegt man tatsächlich, also es gibt ja diesen Corona-Stufenplan, die Stufe 4 vorzuziehen, weil man davon ausgeht, dass wir nächste Woche schon, also jetzt im Lauf dieser Woche also eigentlich, diese 400 Patienten auf den Intensivstationen erreichen dürften. Wir haben jetzt an die 273, also sind eh schon knapp bei den 300. Das würde aber bedeuten, 2G wird dann überall gelten, zum Beispiel auch in der Gastronomie. Haben Sie da schon entsprechende Beschwerden vorbereitet? Da wird es einiges zu tun geben. Wir haben schon eine Beschwerde hinsichtlich Nachtgastronomie eingebracht. Hier werden wir schon die eine oder andere Beschwerdeführer und Personen erwarten, die sich dadurch benachteiligt fühlen. Es ist ja ganz abgesehen davon eine Frage, die Gastronomie arbeitet, hat ja massive Probleme, Arbeitskräfte zu finden. Jetzt möchte ich mir natürlich schon die Frage stellen, wie stellen sich das die verantwortlichen Personen vor? Und warum kann jemand mit 2 plus G arbeiten, aber einen Betriebsausflug oder einen
Kanzleiausflug in die Nachtgastronomie. Dazu ist er nicht mehr berechtigt. Das ist ja auch nicht ganz nachvollziehbar. Ja, also Ungereimtheiten gibt es hier wahrscheinlich einige, wie ich jetzt auch hier heraushöre. Auch jetzt, was jetzt die Tatsache betrifft, dass jemand, der diesen Test nicht vorweist in der Arbeit, der kann ja, der kriegt dann kein Geld mehr, der muss nach Hause gehen, bekommt keine Bezahlung mehr. Wie sehen Sie das? Das ist ja auch also so ab 15. Ja, dann, ja. Das ist auch so eine unüberlegte Geschichte aus unserer Sicht. Wenn man sich den § 1 Absatz 2, den letzten Absatz dieser aktuellen Verordnung ansieht, das sind genau ein paar Betriebsstätten, nämlich Kundenbereich, Gastgewerbe, Beherbergungsbetriebe unter anderem ausgenommen, nämlich dahingehend, dass wenn kein Antigentest vorliegt, es zu einem eigenverantwortlichen Test vor Ort kommen kann. Mhm. Lustigerweise ist aber in § 9 die Arbeitsstätte davon nicht umfasst. Also ein Arbeitnehmer, der keinen Antigentest zurzeit aufweisen kann, vor Betreten der Arbeitsstelle, ist verpflichtet, um sozusagen nach Hause zu gehen. Ja, das hatte natürlich massive Konsequenzen, Entfall des Lohns für diesen Tag. Und da fragt man sich schon, wenn ein Unternehmen schon Covid-Beauftragte Verantwortliche installieren muss mit mehr als 51 Arbeitnehmern. Warum ist es da zum Beispiel nicht möglich, auch eine eigenverantwortliche Stelle einzurichten, wo jemand, wenn er seinen Antigentest vergessen hat, dort machen kann? Das ist einfach nicht durchdacht. Danke vielmals, Herr Dr. Höllwart, für Ihr Kommen und Ihre Ausführungen. Das war sehr spannend. Viel Erfolg noch bei der weiteren Arbeit. Danke. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung, sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran.